Wenn du ein gutes Monokular suchst, das nicht das teuerste ist, aber auch nicht irgendein billiges Zeugs, dann ist das hier, dieses 8x25 von Hauck, eine gute Lösung. Wenn du wissen willst, was es kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Da ist es nun, dieses Hauck 8x25. Ich habe das Ding schon einmal vorgestellt, aber nicht genau dieses, sondern die Stufe drunter, nämlich ohne die Vergütung. Dieses Mal habe ich die Vergütung gewählt, weil ich drauf gekommen bin, dass sich dadurch die Ergebnisse, vergütete Prismen, ja, also die Optik ist noch einmal etwas besser, schon noch einmal das Ergebnis auch besser ist. Gut. 8x25, warum 8x? Es gibt es auch in 10-facher Vergrößerung, mit einem größeren Objektiv, weil das Ding dann größer wird. Ich habe auch mal vorgestellt, ein Eden heißt das, habe ich auch noch daheim. Das ist ein super Teil. Also das Eden hat eine bessere Optik als dieses Teil. Aber es ist auch 4x bis 5x so groß und 4 bis 5x so schwer. Und da ist dann die Frage, ob ich mir nicht gleich ein Fernglas einpacke. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Das hier ist ein Monokular. Wenn ich sage, ich habe jetzt nicht 2 Stunden lang permanent zu schauen, weil ich ein Ornithologe, ein Vogelkundler bin und nach oben schaue und schauen will, welche Greifvögel jetzt gerade durchziehen zu Zeiten des Vogelzugs. Ja? Oder ich eine Zählung machen möchte, ja, von Wildenten. Und ist das nicht das Mittel der Wahl? Das ist dann gegeben, wenn ich sage, ich marschiere und ich möchte jetzt schneller mal nach vorne schauen und überprüfen, ob der Weg, den wir da gehen wollen, noch sicher ist. Im Orientierungskurs zum Beispiel brauchen wir das immer wieder mal. Also billige Eigenwerbung natürlich alles. Oder ich gehe und schaue, hey, steht da oben ein Tier? Was ist denn das für ein Tier? Ich sehe es nicht ganz genau. Oh, das ist eine Gämse! Ja, also für solche Dinge ist das gedacht. Oder ich habe mein erstes Monokular, das ich schon gar nicht mehr habe, weil es außerdem ein absolutes Klumpert war, habe ich verwendet beim Bogenschießen. Schießt mit dem Bogen und dann möchtest du schauen, wo sitzt, ja, habe ich ein Monokular gehabt. Das habe ich mir dort bei diesem Bogenshop gekauft und das war absoluter Schaß. Aber das war damals, und das hat jetzt nichts mit diesem Bogenshop zu tun, gar nicht. Die Technik hat sich einfach massiv verbessert. Die Preise sind einfach anders geworden, sie sind gesunken. Ja. Aber das ist eine andere Geschichte. Für Brillenträger geeignet oder für Nicht-Brillenträger, damit der Augenabstand passt. Also das ist alles gegeben. Die Schärfe einstellen, die kannst du hier an dieser Stelle. Das geht, es ist relativ streng, ja, aber nicht so streng, dass es nicht geht, also dass man es nicht drehen könnte. Du kannst das mit einer Hand einstellen, das geht sich gut aus. Ein bisschen Kraft muss man schon dazu aufwenden, also muss ich schon sagen. Also es braucht ein bisschen Übung, aber mit Daumen und Zeigefinger lässt sich dann auch noch sehr gut einstellen und sage, okay, ja, und jetzt schauen wir uns das dort an. Und ich habe absichtlich die 8er-Version gewählt. 8-fache Vergrößerung. Auch wenn die 10-fache Vergrößerung, was nicht der Fall ist, aber genau dieselben Abmessungen hätte, hätte ich ein 8-faches verwendet. Warum? Weil ich beim 10-fachen allein durch das Zittern, ja, nichts mehr sehe. Der Ausschnitt, ja, ist viel geringer. Das ist ja nicht die Idee dahinter. Ich will damit ja nicht bei einem Vogel genau die Zeichnung der Fiederung sehen, sondern ich will ins Gelände schauen, okay, was ist da vorne? Oder ich möchte, da hat sich doch was bewegt gerade, was ist das? Ich habe da jetzt gerade den Mond da oben bei mir. Ich kann da hinschauen auf den Mond, das ist wunderbar. Ja, den habe ich da genau drinnen. Ja, da geht es genau aus, dass man den noch, und da muss ich mich zusammenreißen, dass es mir nicht hin und her wackelt. Denn mit dem 10-fachen wird das überhaupt nicht funktionieren. Und deswegen in diesem Fall 10-fach. Es ist ein 25er Objektivdurchmesser. Und das bedeutet, das ist etwas für den Tag. Das ist also nichts für die dunkle Dämmerung. Da wird es schon zu dunkel werden, weil einfach nicht genug Licht eingefangen wird. Aber noch einmal, das Ding ist für on the run, das ist dafür da, dass man in der Bewegung sich irgendetwas auf die Schnelle kurzfristig anschauen kann. Es geht auch nicht der Jäger, der jetzt dann ein Wild beobachten will für 10 Minuten. Blödsinn, ja? Für das ist das nicht gemacht. Gut, schau mal her. Da siehst du ein bisschen diesen grünen Stich, ja, ein hoffentlich Zeichen dafür, dass es auch wirklich schön vergütet ist und man merkt halt auch den Unterschied, das muss ich gleich dazu sagen. Dann, was das Tragen betrifft, entweder nimmst du das von Hauck, das Tragetascherl, das ist schön gepolstert und auch gut gemacht, hat da eine Gürtelschlaufe, hat aber kein Molle. Wenn du Molle willst, dann kannst du zum Beispiel das Tech Pouch
L, glaube ich, ist es, aber ich gebe da unten billige Eigenwerbung den Link in meinen Shop, auch zu diesem Monokolar. Da verlinke ich dann auch das passende Pouchal dazu. Das geht sich dann gut aus, dann kannst du es auch mollemäßig verbauen. Möchte aber dazu sagen, dass das sehr straff sitzt, ja, und man dann hier unten doch ein bisschen reingreifen muss, um es rauszustoßen, und dann kannst du es rausziehen. Was bei diesen Tech Pouch nicht geht, dass du die mitgelieferten Schutzkappen verwendest. Also es gibt jetzt hier für das Okular. Und wenn ich den finde, das ist jetzt urpeinlich, oder? Aber nein, ist mir nicht peinlich. Ich werde es schon finden irgendwo. So, genau. Hier die Kappe für das Objektiv vorne. Die wird mit so einem Kunststoffteil, was wir eh schon von anderen Herstellern auch kennen, angebracht. Und jetzt möchte ich was dazu sagen. Ich habe ein Swarovski, also ich habe viele Swarovski, aber ich habe auch ein Swarovski, bei dem das sofort runtergeht, also das rutscht runter. Oder ich habe auch getestet ein Presser Birsch 8x36 oder 42, ich weiß es nicht mehr. Ein Top-Fernglas, gib mir da oben den Link, ein Top-Fernglas, wirklich. Aber das ist runtergegangen, das hat sich einfach so runterbewegt. Das hat mir dabei nicht gefallen, und da muss ich sagen, dass bei diesem Hawk das schön gemacht ist. Also kannst du sagen, du nörgelst immer irgendwas. Nein, ich nörgel nicht immer irgendwas, sondern es gibt halt Vor- und Nachteile. Das heißt ja nicht, dass das Presser für ein Glas schlecht ist. Ganz im Gegenteil, ich liebe das Teil. Aber ja, das ist halt ein Nachteil. Super. Und das geht nur, möchte ich gleich dazu sagen, das geht, wenn du es so transportieren willst, nur mit dem Hawk-Taschel. Da geht das Manian Tiger nicht. Das geht sich nicht aus. Das war's. Jetzt habe ich ein langes Video für ein kleines Monokular gemacht. Und ich mache immer wieder Monokular-Videos und kriege immer wieder die Frage rein, wozu braucht man das? Ist nicht ein Bicolar besser? Ja, wenn du X machst, wenn du jagen gehst, wenn du Vogel beobachten willst, wenn du ein Gebiet überwachen willst. Ja, ich stelle mir jetzt vor, am Eisernen Vorhang, wo die Wachsoldaten die Grenze überwacht haben, dann werden die nicht mit einem Monokular herumgeschaut haben, sondern wenn du mit beiden Augen durchschauen kannst, die ganze Zeit und lang beobachtest, stundenlang da rausschaust, ja, dann ist ein Bicolar selbstverständlich besser als ein Monokular. Aber das hier ist in Bewegung, on the run, beim Wandern, im Bugout-Bag, wenn du das so magst, wobei ich der Meinung bin, dass man das da eigentlich nicht dabei haben sollte, aber das erzähle ich mal an einer anderen Stelle, dann ist das hier genau die richtige Lösung. Punkt. Da mir nach oben oder nach unten ganz wieder magst. Kommentar schreiben, kannst mich auch noch einmal fragen dazu, dann schreibe ich es noch einmal. Ein Abo da lassen. Danke, danke, danke. Auch die Glocke drücken nicht vergessen. Hier geht es in meinem Shop zu diesem Teil hier. Ein anderes Video. Es hat mich gefreut. Bis bald, dein Rainer Rossmann, und ciao.